So. Genau. Da haben wir noch ein paar kleine, ich habe jetzt auch noch mal ein paar Fragen eingeholt bekommen hier. Es gibt noch so eine Geschichte mit dem Runden. Erstens, warum ist hier so komisch minus 1 eingetragen? Das ist ja ganz seltsam. Stand da nicht mal früher mal eine 2 drin und so? Es ist doch ganz komisch. Naja, da merkt man so, wenn man einen Multicurrency-Shop hat, ja, also der mit verschiedenen Währungen arbeitet, dann macht eine feste Rundungsstelle überhaupt keinen Sinn, weil es macht keinen Sinn, Lira zu runden wie Dollar. Ne? Irgendwie ganz klar. Wenn man minus 1 einträgt, dann nimmt er die Rundung, die wir hier unter, wo ist es denn, Währungen eingetragen haben. Ah, jetzt haben wir wieder diesen grausamen Problem. Argentinien, Pesos zum Beispiel. Und dann haben wir jetzt hier 2 Dezimalstellen, da könnte ich jetzt auch 1 eintragen oder 0, ja, oder 10, was auch immer. Und bei minus 1 nimmt er sozusagen immer die von dem Ding hier. Es gibt aber auch durchaus, gerade so im Business-to-Business-Bereich, die wollen da auf die 4. Euro-Stelle runden. Ja, und das interessiert die sozusagen gar nicht, dass es das Euro ist oder was. Die wollen da sozusagen anders arbeiten. Dadurch haben wir, das sind so 2 Systeme, die so nebeneinander gewachsen sind und da haben wir sie verbunden. Gehen wir wieder auf die Konfiguration. So. Dann gibt es noch so ein typisches Rundungsproblem. Eine Rundung nur auf Anzeige anwenden. So. Da sind die Leute immer angekommen und haben gesagt, also euer Shop, der rundet ja völlig falsch. Ich habe diese Anfrage übrigens bei jedem Shop gefunden. Man kann auch Magento eingeben und Rundungsproblem findet man sofort. Ja? Jedes Mal ist das Wissen, das fehlende Wissen der 7. Klasse oder 6. Klasse dafür verantwortlich. Ja? Und das ist, irgendwann ist mir eingefallen, stimmt, mein Physikleistungskurslehrer hat immer gesagt, und wenn das nächste Mal einer ankommt und sagt, das Ergebnis stimmt auf der 3. Stelle nicht, kriegt er mündlich gleich eine 5. Für Zuschaustellen, fürs Nichtwissen der 6. Klasse. So. Wenn ich Produktitems in meinem Card habe und die einzeln runde und die danach zusammen addiere, ist fast immer so, dass das Ergebnis nicht stimmt. Ja? Und das ist, also man nimmt einfach ein Produkt für 10 Cent, schlage die Steuer drauf, 11,9, zeige ich als einzelnes Produkt natürlich als 12 Cent an. Wenn man jetzt 10 Produkte davon kauft, alle einzeln, hat man überall 12 Cent drin stehen und unten drunter hat man aber nicht 12 Euro. 1,20 Euro, sondern eben wieder 1,19 Euro, weil das der echte Wert wäre. Da es eben diese 2 verschiedenen Verhalten gibt und man auch verschiedene Kunden hat, kann man das hier so machen, dass er sagt, mach es genau, Rundung nur auf die Anzeige anwenden. Das heißt, er rechnet immer mit den ungerundeten Werten intern und tut immer nur die gerundete da zum Schluss ausgeben. Das ist buchhalterisch richtig, ja, ist aber für den Anfänger falsch. Er sagt, das stimmt ja gar nicht. Wenn ich die einzelnen Items zusammenzähle, kommt ja was anderes aus, als unten drin steht. Ne? Und es gibt eben Shops, wo man zum Beispiel gerade Jugendliche hat und man verkauft Klingeltöne und solche Sachen. Da macht es dann durchaus Sinn zu sagen, gut, die Rechnung muss stimmen fürs Auge. Ja? Und das Finanzamt interessiert sowieso nicht dafür. Das schaut nämlich immer nur, welche Steuer man angegeben hat. Und die muss mindestens so hoch sein, wie die Steuer, die sie haben wollen. Und solange das nicht zu viel drüber wird, interessieren sie sich nicht dafür. Die nehmen immer gerne ein bisschen mehr als weniger. Also offiziell im Steuertext steht drin, man muss die Steuer zahlen, die man ausgewiesen hat. Die Steuer, die man ausgewiesen hat, sollen die 19 oder 7% sein. Wenn es dann eben nicht 19 sind, sondern nur 19,4 wären, dann sagen sie, wir wollen trotzdem die Steuer, die sie ausgewiesen haben. Ja, da gibt es kein Pardon. So, das kann sich also manchmal lohnen. So, dasselbe ist ja auch mit der Rappenrundung, das kann man mal aus Spaß anschalten als Schweizer, damit es einen richtig flasht, weil die Randen immer auf 0 und 5, also auf 1,05 Euro oder auf 1 Euro oder auf 1,10 Euro, dazwischen gibt es nichts. Und wenn man da dann sozusagen sagen würde, rechne immer mit den gerundeten, also nicht mit den gerundeten, also immer mit den gerundeten Werten weiter, dann würde das Endergebnis überhaupt nicht mehr stimmen. Ja? Also das wäre dann sozusagen total falsch. Also bei denen ist es ganz wichtig, dass sie das sozusagen nur auf die Anzeige anwenden. Das stimmt das Ergebnis ja gar nicht mehr. Aber die sind das gewohnt. Die kennen das. Da lernt das jeder Schüler und versteht das auch. Das Problem ist, dass die Leute auch immer sagen, wieso, das ist doch Mathematik. Das ist doch Mathematik, das muss doch exakt sein. Ja, aber Runden ist die Wissenschaft der unexakten Mathematik, sage ich mal. Und deswegen ist es eben nicht mehr exakt. Das ist ganz logisch. So, das war sozusagen wichtig. So, dann haben wir hier noch bei den Kasseneinstellungen. Was gibt es denn da so schöne Fragen? Hat da jemand Fragen?
zu den Standardbestellstatusen, wozu wir das haben, was es ist, was der Trick ist. Zum Beispiel hier, warum kann man das umstellen? Die Rechnung wird nur versendet, wenn es auch bestätigt ist. Das ist Ist-Besteuerung. Sollbesteuerung. Zwei verschiedene Steuersysteme. Die kleinen Firmen in Deutschland und die große. Das kann man sozusagen hiermit einstellen. Es gibt also, hier kann man eben auch einstellen, welche Standard-Mail geschickt wird an den Käufer, an den Verkäufer und so weiter. Der Verkäufer macht zum Beispiel meistens sowas. Mich interessiert nur, wenn es abgebrochen ist. Was? Frage? Okay. Sprachproblem, JavaScript, Reparatur. Das war, glaube ich, für Joomla 1.7. Das brauchen wir gar nicht mehr. Ja? Das können wir eigentlich bald rauswerfen, aber das muss man aus Legacy-Gründen drin lassen. Weil dann der eine, der installiert es dann wieder und sagt, jetzt geht's nicht mehr, ich habe doch eine Joomla 1.7-Seite. Und alle sagen, wieso hast du nicht upgedatet? Ja, es ging nicht, komm mal, weil. Und dann kommt wieder ewig und dann sagt man, okay, wir müssen leider immer versuchen, eben immer rückwärtskompatibel zu sein. Ja? Deswegen bleiben dann solche Sachen drin und den neuen verwirrt. Der schaltet das dann an und sagt, es geht nicht mehr. Ja. Ja, eigentlich. Man müsste eigentlich den Hoster anschreiben und sagen, sorgen Sie dafür, dass Ihr Kunde updatet. Aber so gemein können wir auch nicht sein. So. Die Einstellung Produktsortierung ist relativ selbsterklärend. Ich habe jetzt noch Ascending und Descending eingebaut. Weil da hat man das typische Problem, die Leute wollen, wenn man das nach dem Preis anzeigt, wollen sie zum Beispiel mit dem günstigsten anfangen oder mit dem höchsten anfangen, genau, mit dem höchsten anfangen, und wenn sie es aber nach dem ABC machen, wollen sie natürlich mit A anfangen. Also muss man das einbauen, das war so ein kleiner Kritikpunkt immer, dass das hier nicht da war, aber ansonsten ist eigentlich relativ erklärend. Manchmal gibt es Probleme, aber dann versuchen die Leute auch irgendwelche komischen Sachen zu machen. Also zum Beispiel, es macht irgendwie total wenig Sinn, nach Kategorien Produkte zu sortieren. Ich klicke auf die Kategorie Skier und sortiere die Produkte nach der Kategorie Skier. Das macht keinen Sinn. Ja, manchmal gibt es da so, da gilt das Kategorienamen natürlich für das hier oben und Produktbezeichnung für das. Und es gibt dann Leute, die stolpern drüber und sagen, wieso geht das nicht? Und das ist aber eigentlich, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, nicht logisch, warum das keinen Sinn macht. Ja. So, jetzt haben wir eigentlich das hier abgehakt. Jetzt haben wir hier noch hier, gehen wir mal zum Shop, zum Einrichten vom Shop. Wir haben hier den Verkäufer. Ich merke gerade, das sieht blöd aus. Ich mache das hier mal weg. So, ein bisschen mehr Platz. Jeder Verkäufer hat eine Grundwährung und der wird gerechnet. Jeder Käufer hat eine Annahmewährung, ja, mit der auch bezahlt. Also wenn man, was wir hier oben, aber das, was man hier einstellt, muss nicht das sein, was auch PayPal kann. Mein PayPal kann zum Beispiel nur Euro. Wir haben trotzdem hier das Zeug hier alles angegeben, weil das sind dann einfach nur, wie der Kunde es sieht. Ja? Also wir mussten für Südafrika so ein System bauen, die nehmen dort kein PayPal. Also PayPal akzeptiert keinen, ich glaube Rand heißt es, Krüger Rand in Afrika. Und dann die Afrikaner, die sehen alles in Rand. Und ganz zum Schluss beim Auschecken sehen sie Endsumme Rand in Payment-Währung und dann sehen sie es in Dollar. Was sie halt Dollar zu zahlen hätten. Ja? Also es gehen auch verschiedenste Währungssysteme, je nachdem, was man will. Es gibt auch die Schweizer, die kaufen in Dollar ein, geben alle ihre Produkte in Dollar ein, verkaufen hauptsächlich aber nach Europa und berechnen aber alles in Swiss für die Steuer. Ja? Geht auch. Also dieses Hin- und Her-Gespringe geht auch. Dann gibt es dann wieder Leute, ja, wenn das ist ja toll, Max, was du mir erzählst mit diesen Währungen, ja, aber es ist ja total nervig, die wechseln ja dauernd ihre Wechselkurse. Als ich das eingekauft habe, war der Dollar so und so. Sag ich, hey, kein Problem, gehst auf Währungen. Machst du eine neue Währung? Nennt man Dollar August. Guckt den Wechselkurs nach. Der ist dann für heute zum Beispiel 1,20. Ja? Setzt es fest, benutzt für seine Produkte nur noch die Währung Dollar August. Und dann rechnet er das richtig. Man kann auch andere Währungen einbauen, wie Gold. Gibt's. Es gibt einen
einen griechischen Schmied, der Birchmark benutzt. Und dort kann man sozusagen eingeben, wie viel Gold man verarbeitet haben will. Das rechnet er dann auch einmal schön an aus. Läuft. So. Hier kann man auch, und das ist zum Beispiel bei uns beim Euro sehr schwierig, weil wir verschiedene Sprachen haben im Euroraum. Das Format ist nicht gleich, so wie bei uns. Ne? Wir denken ja immer in so und so viel D-Mark. Ja? Das erzähl mal den Engländer, der denkt in Pfund so und so viel. Und beim Euro denkt er das sozusagen auch. Also die haben jetzt da kein Euro, aber bei den Spaniern und bei den Franzosen und so weiter, die haben alle verschiedene Währungsformate. Im Europaraum haben wir uns darauf geeinigt, jeder Shop macht immer das, was er in seinem Land kennt. Aber wir haben halt das auch für andere Formate, also gerade bei Dollar ist es sehr schön, wenn dann der Dollar vorne steht und der Rest hinten. Wir hatten da früher in Virtualmart 1 ein ganz nettes System, man konnte sozusagen das immer auswählen an vorgefertigten Möglichkeiten. Und dann habe ich das aber ersetzt gegen dieses System, wo man sozusagen halt das mit Sign, Number und Symbol als Platzhalter einbaut, weil da fand ich als flexibler. Ich habe mir gedacht, echt, bevor ich als User verstanden habe, was da für 10 verschiedene Fälle ausgewählbar sind, ich weiß dann persönlich, wie es aussehen soll. Ja? Ob das Minuszeichen davor oder danach kommt und so Sachen. Ja? Kann ich es einfach schnell so eingeben. Wir geben uns auch Mühe mit den Sample-Daten, dass die immer den aktuellen Stand des Landes zeigen. Und das ändert sich schneller, als man denkt, global. Jedes Jahr müssen wir mal ändern. So, da waren wir jetzt bei dem Moment. Configuration. Das war mit den Kasseneinstellungen, den Currencies, genau. Ich war ja schon, genau, sorry, ich war schon weiter. Mir ist noch was eingefallen. Ich muss jetzt mal kurz zurückspringen, weil das habe ich vorhin vergessen, was noch wichtig ist. Warum haben wir das SEO-Suffix Detail? Warum haben wir das? Der Trick ist, dass wir URLs haben, wo man nur das Produkt angibt. Und das Produkt, also man lässt die Kategorie weg. Und dann war das die Frage, wie können wir denn jetzt ein Produkt von einer Kategorie unterscheiden? Also ob man auf eine Kategorie springt, die so heißt, oder auf das Produkt. Deswegen wird bei Produkten immer hinten minus Detail angefügt. Man kann es auch durch irgendwas Eigenes ersetzen, ja, aber es muss irgendwas dort stehen, was relativ eindeutig ist, weil sonst das SEO sozusagen Schrott macht. Ja. Das war so ein Mittelweg. Man kann das SEO auch noch langsamer machen, indem man das alles übersetzen lässt, die einzelnen Strings. Also man kann sozusagen hier noch die IDs reinbauen, wofür auch immer manche Leute wollen es halt haben. Mal wieder zurück zu den Produkten. Ne, zurück zum Shop, da waren wir, sorry. So, jetzt haben wir hier, klar, das Bild vom Shop, das sieht man dann auf der Rechnung, ne, oben rechts zum Beispiel. Und dann haben wir hier die Beschreibung vom Shop, das sieht man nicht auf der Rechnung. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sieht man auch nicht auf der Rechnung, aber rechtliche Informationen. Das sieht man auf der Rechnung. Das ist oft so gemacht, dass man es auf der Rechnung sieht. Und zwar unten immer im Footer. Auf jeder Seite. Man kann jetzt aber hier auch noch auf die Rechnung gehen und kann hier mit diesen Ergänzungen, diesem Zeug hier, da, kann man auch die TOS zum Beispiel anzeigen lassen. Also man kann zum Schluss bei seiner Rechnung sagen, hier zeigt mir da unten die TOS an, ja, da, Punkt vor und TOS eingeben und dann zeigt er einem auch die AGBs, also direkt in den Rechnungen an, direkt in den E-Mails. Man kann also Virtualmart komplett nach dem deutschen Recht einsetzen. Ja, auch diese Geschichte mit diesem Update des Warenkorbs 2012 im August, glaube ich, wo sie dann alle gejammert haben, war überhaupt kein Problem. Ich habe Virtualmart von Anfang an so geschrieben. Ich hatte auch ein paar Jahre Recht, Jura, und ich habe sozusagen mir gesagt, hey, eigentlich ist es komisch, wie diese ganzen Märkte geschrieben sind, verstehe ich nicht. Ich schreibe das mal so, wie ich das juristisch verstehe. Witzigerweise war es genau so, wie die neue Novelle war. Das unten kaufen, drücken ist ein Kaufvertrag, oben sieht man den Kaufvertrag und dafür müssen die Regeln für Verträge gelten. Das heißt, übersichtlich, so kurz wie möglich, knapp und jede Information enthalten. Haben wir genauso geschrieben. Ja? Man musste nur die Fläche auf Kauf mich ändern und noch die Widerspruchsregelung reinpacken. Die kann man auch hier unten unter Rechtliches reinpacken oder in die TOS und dann ist das auch schon erledigt, das Problem. Ja? Morgen kommt der Michael Schulze von virtualmart.de,
der kennt sich da noch deutlich besser aus als ich. Also der, weil der sich ständig damit rumfrettet, ja. Ich habe sozusagen ja nur geguckt, ob es läuft und funktioniert prinzipiell. Der setzt es sozusagen um, der macht auch eine spezielle deutsche Distribution, die sozusagen das Thema Warenkorb nach deutschem Recht schon abgehakt hat. Also hier kann man sich auch die Rechnung anpassen, Schriftgröße und so weiter. Das hat ein netter Österreicher für uns geschrieben. Er hat das für sich gebraucht. So, manchmal ist es verwirrend. Man trägt hier was oben, hier was ein, drückt hier auf Speichern und dann sagt er, geht nicht. Ich gebe es zu. Wir wissen noch nicht, wie ich auf Zusatzinformationen springe automatisch und dem Kunden, dem Herrn Administrator sage, ja, hier fehlen die Daten. So ein kleiner Blocker. Wenn man es nicht weiß, stolpert man drüber. Wenn man es einmal gelernt hat, stolpert man nie mehr drüber fast. Ja, dann weiß man so, da drückt man auf Speichern, speichert nicht. Ach ja, stimmt. Hat man sofort wieder verstanden. Aber das liegt halt an dieser Konstruktion, dass ich, wir hatten früher in Virtual 1 Shop, Vendor und User. Dann habe ich gesagt, naja, Moment mal, aber rechtlich betrachtet ist ein Shop, der existiert nicht. Das gibt es nicht. Ein Shop hat keine Rechnungsnummer. Ein Shop hat keine Steuernummer. Das sind immer Personen. Das ist entweder eine juristische oder eine natürliche Person. Und eine juristische Person wird immer von einer natürlichen Person verwaltet. Ja, also habe ich gesagt, mache ich alles auf natürlichen Personen, weil das rechtlich viel mehr Sinn macht. Gerade wenn man Multivendor-Shop machen will, dann hat man das sozusagen rechtlich klar gesichert. Auch ist es sozusagen auch diese Sache, wer hat jetzt Mist gebaut? Das wird ja alles gelockt hier bei Virtual. Das wird alles an sich gelockt, prinzipiell. Also wer hat ausgelockt, wer hat eingecheckt? Wenn man zum Beispiel mehrere Administratoren hat, kann man bei Created On, Modified By und so weiter sehen, welcher Verkäufer in meinem Laden hat jetzt da Mist gebaut. Also es geht ja auch darum, ich habe einen Laden, ich will 5 Leute, dass sie meinen Laden benutzen. So. Und jetzt kommt es aber komisch, auf letztlich kriegen immer irgendwelche Kunden immer Discount. Die kriegen immer einen Preisnachlass. Wenn wir natürlich wissen, wer in von meinen Angestellten gibt da immer Preisnachlässe. Man merkt, das ist immer der gleiche. Ja? Also ich sage, die wohnen auch alle noch im gleichen Viertel oder so. Ja? Da ist ja ganz klar, was der macht. Ja? Und das muss sozusagen nachweisbar sein. Deswegen ist das alles an sich immer so geschrieben, dass immer alles nachweisbar ist. Ja? Auch bei den, das ist auch rechtlich wichtig, auch bei dem Rechnungserstellen, wenn man zum Beispiel, haben wir jetzt eingebaut, dass man die Order ändern kann und eine neue Rechnung erstellen kann und was passiert mit der alten Rechnung, die bleibt da. Die wird nur umbenannt. Wenn es Probleme gibt, kann man zum Finanzamt gehen und sagen, hier, ich habe das zwar geändert, aber ich habe die Originalrechnung hier. Da sehen Sie, da ist ein Fehler und deswegen habe ich es so geändert. Ah ja, alles klar. Wenn man denen nur die geänderte Rechnung zeigt, dann können Sie sagen, hey, du hast hier irgendwie Schmuck gemacht. Ja? Dann kommt eine Überprüfung und keine Ahnung was alles. Deswegen haben wir das sozusagen richtig schön streng rechtlich gemacht. Eine Rechnung darf nicht vernichtet werden, die darf nur geändert werden und so weiter und so weiter. Da haben wir uns an sich schon ganz gut Mühe gegeben. Also es gibt sogar jetzt, ich versuche in der Schweiz so eine Zertifizierung zu erreichen, wie das System Abacus. Also wenn wir das hätten, das wäre natürlich schon sehr gut, weil dann sind wir sozusagen von der Schweiz zum Buchhalter anerkannt. Damit haben wir den Weltstandard, glaube ich. Mit Schweizer Buchhaltung. Ein bisschen Zukunftsmusik. So, die Kundennummer sieht furchtbar aus, ja, das werden wir auch bald ändern. Aber das war ja immer das System, dass ich gesagt habe, wir wollen ja gar nicht überall ein perfektes System abliefern, weil ein perfektes System, das sind wir nicht genug Leute. Wir können nur dafür sorgen, dass andere Leute mitmachen. Und die machen das dann perfekt. Und derselbe Typ, der diese Rechnungen hier gemacht hat, das hat er uns geschenkt. Der verkauft für 12 Euro ein kleines Plugin. Da kann man seine Kundennummern einstellen, seine Rechnungsnummern einstellen, seine Ordernummern, alles einstellen, wie in seinem Format und wie man es will. Und es auch passend mit seinem SAP, ERP, weiß ich was, Wabi zusammenlaufend. Dass es also auch richtige Rechnungskreisläufe aufbausbar sind. Dass sozusagen der Steuerberater, Buchhalter etc. da mit zufrieden sind, sagen, aha, das sind die ganzen Rechnungen aus dem Markt, das sind ihre Rechnungen aus ihrem Filiale X, auf Filiale B und das Filiale Nürnberg und so weiter. Alles klar, ja, kann man da alles schön einstellen. Kostet jetzt 12 Euro, ja, wird aber so sein, dass wir, wenn ich zu dem sage und sage, hey, hast nicht Bock, das jetzt zu spenden, wir packen es gleich rein, hast ein Jahr lang dran verdient, wird er wahrscheinlich sagen, ja, klar, mach mal, hast ein Jahr lang dran verdient, passt. So ist eigentlich auch die Idee. Der soll ein Jahr lang ein bisschen was dran verdienen. Ja? Jeder soll für seine Arbeit bezahlt werden. Und dann versucht man sozusagen mehr und mehr das reinzukriegen. Also dieses ACL, haben wir jetzt auch ACL, also dieses Rechte-Management von Joomla eingebaut. Das war auch eine Spende von einem. Zudem habe ich gesagt, hey,
Wir werden es uns jetzt einbauen, du verkaufst es für 15 Euro. Magst du nicht das gleich spenden? Ja? Dann hat er gesagt, hier komm, ich gebe dir das und das. Und dann hat er gesagt, okay, ich baue es ein. Ja? Haben wir alle was davon? Freuen wir uns alle. Und ja, und solange der sich nicht übervorteilt fühlt, macht das auch nächstes Mal nochmal. Ne? Das ist wichtig. Wenn ich den jetzt übervorteilt hätte, dann würde er sagen, tschüss, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Mich verarschen. Da müssen wir darauf achten, dass das nicht passiert. Und so entwickelt sich das sozusagen immer weiter. Ja? Einer schreibt, wir prüfen es dann, testen es im Forum, sagen ja oder nein, tun wir rein oder nicht. Kommen auch manchmal Sachen an, wo wir sagen, das war eine nette Idee, aber geht nicht, macht bei denen und denen Probleme oder der hat gleich da gemerkt, nee, oder das verbraucht zu viel Rechenzeit. Auch tolle Features manchmal, die verbrauchen viel zu viel Rechenzeit. Die verbrauchen immer die Rechenzeit, auch bei jemandem, der es nicht braucht. Das ist dann auch sowas, wo ich sage, kann ich leider nicht nutzen. So, also hier gibt es auf jeden Fall eine Lösung. Order Number Plugin von Reinhold Kainhofer. Findet man auch im Netz. So, jetzt haben wir das hier eigentlich abgehakt, denke ich, mit den Rechnungen hier. Das ist eigentlich ja relativ selbsterklärend. So, das mit den Herstellern ist ziemlich langweilig eigentlich, das ist auch selbsterklärend. So, jetzt war hier einer da und hat gesagt, ich will das mit den Produkten verstehen. Und vor allen Dingen mit diesen komischen Dingern namens selbst erstellte Felder. Was soll denn das sein? Ich suche mal was Schönes raus. War das hier eine Motorsäge? Ja, dass man sowas hat. Varianten hat. Da wollen wir jetzt hin, ja? Okay. So. Schauen wir uns das erstmal an. Was wollen wir denn nehmen? Wollen wir was Neues nehmen oder wollen wir was verändern? Oder wollen wir uns einfach nur mal... Was Neues? Gut. Viel Schreibarbeit. Viel Schreibarbeit. Ihr gönnt einem nichts, ja? Okay. Oh. Produktbezeichnung. So. Was ist denn dieser Alias eigentlich? Wozu ist denn der da? Das ist zeugt hier oben beim Chef den schönen Namen. Ne? Genau. Deswegen muss der auch immer so, deswegen passen da auch keine Ös rein und der macht keine Doppeldinger und das und ach, ist doch gemein, hier geht immer nichts. Und deswegen muss es auch immer da sein. Ja, weil wenn das nicht da ist, dann können wir es nicht zugreifen. Früher, ja, früher war die SKU unique, ja. Und es hört sich natürlich von der Theorie wunderbar richtig an. Nur unterhalte ich mal mit einem echten Distributor, der 100.000 Produkte hat, der sagt, haha, unique SKU. Märchen gibt's nicht. Ja, ich habe hier ein Produkt, hat alles die gleiche SKU, ich habe 5 Farben. Ja. Gibt es nicht. Ist zwar eine Idee von der SKU, ist aber sehr schwer, dass es wirklich so ist. Also geht man zum Metro und merkt, es gibt viele Produkte, haben die gleiche SKU. Ist eben nicht eindeutig. Sollte zwar so sein, ist aber nicht so. Deswegen haben wir das abgeschafft und haben uns gesagt, wofür muss es denn wirklich technisch notwendig sein? Fürs SEF. Man kann natürlich auch sagen, hohe Produktalias kann ich auch gleich mal zum SKU machen, das ist eigentlich dasselbe. Gut, könnte man. So, jetzt haben wir hier das mit den Produkten. Oh, wo ist meine Maus hin? So. Gibt es hier Fragen zu diesen Preisen? Welcher Preis wie wo gewählt wird? Na, warum man das hat? Ach, ich habe noch gar nicht einen Preis, dann will er natürlich nicht. Muss ich erstmal abspeichern. So, verkaufen wir bei den Joomla Day für 20 Euro. Und wir können auch was anderes nehmen. Nehmen wir mal Dollar. Ja? Oh, es gibt viele Dollars. United States Dollar. So. Mal speichern. So, jetzt lassen wir nicht im Stich. Ja, so. Hier sagt man sich, genau. Warum steht jetzt hier 15 Euro? Ich habe den Selbstkostenpreis in 20 Dollar eingetragen und der Shop läuft auf Euro, also rechnet er erstmal alles in Euro um.
damit ich weiß, wie viel das Produkt für mich in Euro gekostet. Es benutze ich auch manchmal als Währungsrechner, wenn ich zu faul bin, irgendwo anders drauf zu schalten und gerade wissen will, ob mein Silber noch was wert ist. Dann kann man auch Virtual Money dafür benutzen. So, jetzt haben wir hier Standardregeln zuordnen. Angewandte Steuer 21%. Viele Leute schalten hier Regeln ein. Das ist zwar okay, aber eigentlich ist es nur für Leute, die im Virtual Money 1 denken, verhaftet sind und denken, sie müssen für alles immer die Produkte, immer die Regeln einstellen. Mir ging das damals ziemlich auf den Wecker bei Virtual Money 1 und deswegen war eigentlich der Grund, wie ich in Virtual Money 2 reingestolpert ist, ich wollte einen Multidiscount haben für mein eigenes Produkt, was eigentlich zum Schrauben berechnen ist. Völlig was anderes. Automotive Industrie. Und dann, also die bevorzugte Regel ist, dass man die Standardregeln zuordnet. Und nur wenn man sozusagen mit den Standardsachen nicht klarkommt, dann kann man es auch überschreiten. Ja. Aber besser ist, man nutzt hier immer die Standardregeln. Und das System entscheidet selber, was es damit macht. Ja? Wenn man zum Beispiel einen Shop hat, der europaweit verkauft und das mit der EU-WAT-ID richtig machen will, ja? Das heißt, es gibt manchmal Steuer, manchmal Steuer, manchmal ja, manchmal nein, je nachdem, ob der aus dem Ausland kommt oder nicht und ob er eine EU-WAT-ID hat und nicht und so weiter, dann muss man hier zum Beispiel auf jeden Fall die Standardregeln nehmen, weil dieses Plugin, was ich zum Beispiel verkaufe, und soweit ich weiß, machen es die anderen auch nicht viel anders, ist, entscheidet immer, greift die Regel ja oder nein. Und wenn ich die hier fest reinschreibe, Tax 21%, dann nimmt das immer. Dann geht ja diese ganzen Trigger, das ganze Zeug alles gar nicht durch. Das war einfach sozusagen gesagt, okay, ich gebe jetzt eine Möglichkeit den Leuten, wie sie es von Virtual Money 1 gewohnt sind. Ja? Es lohnt sich auch manchmal, das zum Beispiel zu überschreiben. Hier. Zum Beispiel die Leute, die bei uns stark im Team sind, die bekommen bei uns im Shop natürlich einen guten Discount, damit sie auch was davon haben, die Moderatoren im Forum. Wenn ich jetzt aber dem schon Support gebe und mich jetzt schon entscheide, von ihm Geld zu nehmen, was wir untereinander meistens eh selten machen, dann macht es ja keinen Sinn, wenn ich dem jetzt wieder Discount drauf gebe. Dann würde ich ja wieder nur die Quantität hinten erhöhen. Man macht ja vorher aus, ich gebe es mir 200 Euro für den Tag oder so, also das macht sozusagen ja keinen Sinn. Und da habe ich dann zum Beispiel bei unserem Support-Produkt gesagt, keine Regel zuordnen. Also wir verkaufen auch Service über den Virtual Markt, geht auch wunderbar. Das ist Support, der stellt dann die Rechnung und so weiter, das ist sehr angenehm. Und dann, wenn die Kunden, die sozusagen von außen kommen, das ist automatisch mit der Steuer geregelt. Der einen zahlen, der andere nicht, der andere kommt aus Schweden, gibt die Nummer, muss nicht zahlen. Ja, das macht dann für mich immer der Markt und ich muss mich nicht immer mit allen möglichen Steuersystemen rumprügeln, sondern das wird für mich sozusagen erledigt. So. Deswegen, also keine Regel zuordnet, wird nie eine Regel zugeordnet. Allgemeine Regeln zugeordnet, dann schaut er halt in den Regeln nach, wie funktioniert denn das. So, Standardregel zuordnen. Dann haben wir hier Käufergruppen, das ist relativ klar. Warum gibt es denn hier eigentlich Anonymes und Default? Weiß es einer? Außer die von denen, die es weiß, dass es wissen, wie er zum Beispiel. Also... Genau, Anonymes sind die Gruppen, die nicht angemeldet sind. Und früher konnte man mit den Leuten, die nicht angemeldet sind, überhaupt nichts machen. Deswegen muss man denen irgendeine Gruppe verpassen, dann kann man auch plötzlich mit denen was machen. So. Wenn ich kann jetzt hier nur einen auswählen, eine Gruppe. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert zu erklären, warum das so ist. Entscheidend ist eigentlich, dass man bei Virtual Money 2 immer die Regel gilt, wenn ich nichts auswähle, dann wird es auch gar nicht beachtet. Der geht gar nicht in den Programmteil rein. Je mehr man konfiguriert, man könnte zum Beispiel sagen, ja, ich mache dieses Produkt verfügbar für Anonymes und Default. Gut, da sieht das Gold-Level und Wholesale nicht. Gut, dann sage ich so, das ist jetzt verfügbar für alle. So haben das früher viele gemacht. Wir haben das dann abgespeichert, dann geht er rein und sagt, okay, ist verfügbar für alle und prüft es, verbraucht eine Menge Strom. Ja, aber wenn ich einfach alles wegmache, na, komm weg hier, dann ist es dasselbe. Weil jetzt prüft er gar nicht erst nach, die Shopper-Gruppen. Das ist also eine If-Abfrage und schon geht er weiter. Das heißt, wir geben auch immer die Empfehlung, stell nur ein, was du ändern willst. Stell nicht einfach ein, weil du meinst, da muss man was einstellen. Das ist der schönste Weg, Fehler zu machen. Ja? Also da kann man ganz schön schnell, also da haben sie zum Beispiel früher immer ganz viele, ganz klassischer Fehler, die voll eingestellt und haben sie gesagt, warum sieht denn keiner was in meinem Shop, wenn er drauf geht? Ja? Na gemein, blödes System, ja, nee, falsch konfiguriert worden.
Das haben wir jetzt auch geändert, diese graue Schrift, die ist jetzt wenigstens irgendwie hier Optionen auswählen, verfügbar für alle. Früher stand da immer Select. War natürlich also auch Unterfehler in der Kommunikation, in der GUI. Die Leute dann gedacht haben, okay, ich muss irgendwas selektieren, da steht Select drauf. Gut. So. Jetzt haben wir hier Standardregeln zuordnen, Tax 21%. Wo kommen die denn her? So, Tax 21%. Warum greift ihr denn da? Was macht ihr denn? Also ganz einfach. Das ist eine Rechenregel, die haben wir erstellt, die hat keine Bedingungen. Das heißt, die gilt immer. Gnadenlos. Und überhaupt nicht damit beschäftigen. Shop, Rechenregel für Deutschland aufsetzen, einmal einstellen, 19% einstellen machen wir dann natürlich hier. MWSD, Mehrwertsteuer, 19%. Hier haben wir auch die Mehrwertsteuer eingestellt. Hier stolpert auch ein bisschen manchmal drüber. Das ist auch, da hat man auch mal einen Übersetzungsfehler drin. Es gibt den Preismodifikator, das Profitmargin. Das Ding vorsteuern brauchen wir in Deutschland nicht. Das war nur interessant für die Amis. Dann gibt es ein Steuerprodukt. Warum gibt es hier Steuer und Mehrwertsteuer? Es gibt Produkte, die werden besteuert auf die Menge. Es interessiert überhaupt nicht, was du für einen Preis hast. Ja, wenn ich 2 Liter Öl verkaufe, dann nehmen die, wollen die 2 Liter, den Steuer für 2 Liter Öl haben. Das interessiert überhaupt nicht, ob ich das für 20 Cent verkaufe oder für 5 Euro. Das interessiert die nicht. Und dafür haben wir Steuer pro Produkt. Steuer pro Produkt ist sozusagen wirklich für solche Mineralölsteuer oder sowas. Also eine Steuer, die auf die Quantität des Produktes geht und sich durch den Discount nicht ändert. Die Mehrwertsteuerprodukt ändert sich. Wenn ich einen 20% Discount gebe, dann ändert sich auch die Mehrwertsteuer. Ja, weil die Mehrwertsteuer immer auf den Endpreis draufgeschlagen wird. Ja, oder rausgerechnet, wenn es der kleine Händler denkt. Aber eigentlich ist es ja ein Netto wird zu Brutto. Nicht der Bruttopreis und guck raus, was der Steueranteil. Kann man aber auch machen, aber gut. Da gibt es auch immer einen schönen Gag. Dann rechnen viele immer 19% weg. Ne? Kennt ihr das? Geht nicht auf, ne? Also wie ist es schön, wenn ich ein Drittel auf 9 draufschlage, komme ich auf 12. Ne? Wenn ich ein Drittel bei 12 abziehe, bin ich bei 8. Da hat sich einer beklagt bei uns im Forum, das sagt er seit 20 Jahren, machen wir das so. Da kam die Antwort, ja, dann macht er seit 20 Jahren falsch und schenkt seit 20 Jahren dem Finanzamt Geld. Und deswegen sagt das portugiesische Finanzamt auch nichts. Das ist doch klar, ich habe gesagt, mehr Geld geht immer. Ja? Regel mit den Finanzleuten, mehr Geld geht immer. Da haben die gar kein Problem mit. Nur wenn es frech wird, dann sagen sie irgendwann, sie machen ihre Steuer falsch. Muss man aber schon ganz schön hart zuschlagen. So, in Deutschland haben wir also entweder Mehrwertsteuer pro Produkt, Preismodifikator noch Steuern oder, und das ist eben besonders interessant für die Business-Leute, pro Rechnung. Pro Rechnung macht auch weniger Rundungsfehler. Und man sieht sozusagen, wenn man im Katalogmodus ist, die Produkte immer ohne Steuer, und erst wenn man aufs Card geht, kommt die Rechnung. Für Business-to-Business-Stores eigentlich super, ist viel besser, weil so ist ein richtiger Händler gewohnt, das zu sehen. Vor allem, wenn man auch gerade europaweit an europaweiten Händler verkauft. Und das ist sozusagen besonders interessant. So, jetzt haben wir hier noch Produktkategorien, weil die sagen, hey, die Steuer soll nur für Garden Tools gelten. Oder nur für das, oder nur für das. Käufergruppen. Ja, das ist natürlich schön für Discounts. Hey, der kauft bei mir dauernd einen, der kriegt 5%. Immer. Das ist einfach ein super Kunde. In dem Moment, wo er sich einloggt, sagt er, ui, toll, ich krieg 5% Discount. Bin halt Chef. Ne? So macht man ein bisschen Kundenbindung. Wie gesagt, der nächste Shop ist ja immer nur ein Klick weiter. Der ist nicht wie hier in Realität, also in Offline-Welt, jetzt muss ich da hinlaufen und einen Parkplatz finden. Nee, ist nicht so. Ist ein Klick weiter, das muss einem immer klar sein. So, dann haben wir hier noch Land- und Bundesstaaten, das ist sozusagen nicht so interessant für Deutschland eigentlich, das war mehr so interessant für Amerika, aber das macht eigentlich Avalara-Tax. Steuerregeln allein für Amerika sind ungefähr 5 GB MySQL-Daten, haben wir dann aufgegeben. Machen jetzt die Profis, die verdienen ihr Geld nur damit.
Dann nur einer hat das eingebaut für Hersteller. Der, das mit Hersteller zum Beispiel macht wahnsinnig viel Spaß mit Anfangsdatum und Enddatum. Ja? Weil dann kann man zum Beispiel sagen, ich gebe jetzt ein, dieser Hersteller hat 100 Jahre Jubiläum. Und er gibt jetzt mal für 4 Wochen auf alles 30%. Da bin ich aber im Urlaub, ist ja blöde. Alles vor dem Urlaub einstellen, Urlaub fahren, seinen Spaß haben, Shop schaltet automatisch zur richtigen Zeit, klick, den Discount ein und dann schaltet er das wieder ab. Also gerade für kurzzeitige Angebote, das ist so richtig typisch so Sommerschlussverkauf und ich bin nicht zu Hause. Kann man schön hier einstellen. Dass man es auch nicht vergisst, ja. Also das ist ja auch immer so ein typisches Ding, man weiß ja, nächste Woche Sommerschlussverkauf muss ich im Shop einstellen. Ich bin so ein Typ, ich vergesse sowas sofort dann, ja. Ja, ich bin manchmal, dann sitze ich da und sage, würdest du sofort einprogrammieren, dann ist abgehakt. Wollen nicht mehr drüber nachdenken, macht der Shop für mich. Jetzt gibt es natürlich ein Problem, es gibt auch Shops, die verkaufen mit Mehrwertsteuer 19% und Mehrwertsteuer 7%. Wie machen wir das? Wir können ja hier Produktkategorien wählen. So, jetzt machen wir uns einen besonderen Spaß. Wir stellen eine Produktkategorie, die wir nicht publishen. Wenn wir sie nicht publishen, ist sie vorne nicht zu sehen. So, die nenne ich jetzt mal 19%. Veröffentlicht, nein. Für Steuer. Das ist alles völlig unwichtig. Speichern und schließen. Neu machen. Für 7%. Nicht veröffentlichen. Für Steuer. Food. So sagen die das hier bei der Metro, wo ich gelernt habe. Speichern und schließen. Jetzt nehmen wir hier 5. Jetzt mache ich eine Steuer für 19%. So. Jetzt kann ich nicht einfach nur eine Steuer machen und zack, alles läuft. Ja? Und ich habe 2 Steuern. Dann muss ich dem Produkt schon sagen, welche Steuer das für das Produkt gilt. Da komme ich leider nicht drum rum. Das ist zwar ein bisschen ärgerlich, aber das kann ich leider nicht ändern, weil es steckt einfach drin. Ich mache hier das Produkt auf. Gehe mal auf meinen Joomla, der Produkt. Und jetzt könnte ich natürlich hier unten meine 19% einstellen. Ne? Macht aber viel mehr Spaß. Ich nehme hier die Produktkategorie und stelle hier 19% ein. Das heißt, ich kann Kategorien, die ich nicht publische, kann ich benutzen, um Rechenregeln aufzustellen. Also ich kann damit auch Discounts machen. So, jetzt habe ich hier meine 19%. Will ich das jetzt aber nicht demonstrieren komplett, aber das ist jetzt nur mal so. Ich habe jetzt hier meine 19%, jetzt mache ich andere Produkte mit 7%. Was passiert denn, wenn ich jetzt beide Produkte mit 7% und 19% in den Warenkorb addiere und ich gebe zum Schluss einen Coupon von 20% ein? Was mache ich jetzt mit der Steuer? Wie wird die reduziert? Macht Virtuemart. Wenn ihr das so aufbaut mit den Kategorien, hat ein Freak aus Berlin geschrieben, der schneidet gerade auf der IFA, sonst wäre er auch hier. Also ein ziemlich fitter Mann, ist auch der Einzige mit Goldzertifikat. Hat es so eingebaut, dass es wirklich nach dem Steuerrecht korrekt anteiligt, ist runterrechnet. Also sagt, okay, 3/4 der Produkte sind 19%, 1/4 der Produkte sind 7%, also da ist ein Discount drauf, also rechne ich die Steuer 3/4% mit 19% runter und 1/4 mit 7% runter. Wenn man das also so macht, macht einem der Shop das auch. Braucht man sich auch nicht mehr mit beschäftigen. Einmal richtig eingestellt, läuft es eigentlich ganz gut. So. Da haben wir also wichtig, unpublished, also nicht veröffentlichte Produktdinger kann man auch dafür benutzen. Das wird ganz witzig, wenn man zum Beispiel unser Quantity Discount Plugin kauft. Da sagt man sich, Max, das brauche ich doch gar nicht mehr. Ich habe doch hier Quantity. Mit meinen Multipreisen. Stimmt. Hat mich auch echt viel Schweiß gekostet, das reinzuschreiben. War auch hart, das sozusagen freizugeben. Ja, aber ich habe gesagt, hey, muss sein. War bei Virtuemart 1 auch da und die Leute sind es gewohnt.
Der Vorteil ist mit dem Quantity-Plugin, was wir verkaufen, ist, dass man eben nicht nur das auch für ein Produkt gilt, sondern man kann es auch für eine Kategorie machen. Also wenn du 10 T-Shirts aus der Kategorie kaufst, kriegst du Discount, nicht wenn du 10-mal das gleiche T-Shirt kaufst. Ja? Und durch diese unpublished Kategorien kann man da seine komplett eigenen Discount-Setting aufbauen. Ja? Und das ist sehr wichtig. Und das wird immer stärker kommen. Also das kommt gerade in Amerika, wenn man da mal guckt, die sind sozusagen da 5 Jahre voraus, mit diesem Coupon-Zeug und diesen Coupons und diesen ganzen Sachen, das kommt jetzt immer stärker. Und das kommt auch bei uns immer stärker, dass die Leute, die finden so einen Q-Code, QR-Code auf dem Handy, machen Klick, sagen, hey, ich war da, ich kriege jetzt einen Discount, den wollen sie dann da sozusagen dann eingeben können im Markt und auch ihren Discount erhalten und so weiter. Diese Sachen, wie gesagt, nächste Shop ist um die Ecke. Ist immer um die Ecke. Der ist immer nur eine Minute weg. Und deswegen muss man da sich so ein bisschen was einfallen lassen, dass man die Leute sich sozusagen zu sich holt. Ne? So. Was dann bei mir auch ganz praktisch ist, dass du die Massenverknüpfung, dass dann einfach, man muss es nicht genau. Druck machen, genau. Man kann natürlich eine Massenverknüpfung einfach sagen, ihr seid alles, ihr 100 Produkte seid alles 19% und ihr 100 Produkte seid in der Rechenregel XY und dann spart man sich diese 100 Produkte durchzuklicken. Also das kann sie nicht mehr. Hier, Massenverknüpfung, da oben. Nur mal kurz. Genau. Das war auch total cool, also das war sozusagen, so läuft Open Source. Das ist echt total witzig, wie das entstanden ist. Das ist ein Türke in New York. Der hat gesagt, ich will das unbedingt haben. Hier, wie viel kostet es? Rumgemacht, ja, total verschätzt, ja. Und hab gesagt, naja gut, also für 400 Euro mache ich es. Und dachte halt, naja, das kostet 800, ne. Ich habe es nach 2 Stunden geschafft. Ich habe zu ihm gesagt, 400 brauche ich nicht, das wäre ein bisschen zu viel. Aber so und so viel, und ich habe auch nur 2 Stunden gebraucht, bist du damit zufrieden? Ja, so, hey, super, du bist ein Typ, dem kann ich vertrauen, du gehst ja sogar runter, wenn du dann doch weniger brauchst. Und ich so, hey, alle werden sich drüber freuen, ja. Also das ist so, wie es am besten, Features, Sponsoring. Also der hat das sozusagen gesponsert, dieses Feature, und wir haben alle was davon. Und wenn 10% der Virtual Mat User so denkt, dann haben wir auch eigentlich überhaupt kein Problem. Dann läuft das auch völlig gut. So. Das hat man, ja, jetzt gehen wir noch weiter hier auf die Produktbezeichnung. So, jetzt haben wir immer die 19% eingestellt. Das schauen wir uns jetzt mal an. Hier oben, da gibt es einen Link. Ja. Da kann man gleich draufklicken und kann sich gleich freuen, dass alles da ist. So. Aha, stehen hier die Preise da, noch nicht bewertet, in den Warenkorb, kein Bild. Gut. Macht aber was. Alles klar. Schauen wir uns mal die anderen Produkte. Ah. Nicht. Muss ich mal rauskriegen, was da fehlt. Ich freue mich ja schon auf das Windows 8.1, ich gebe es dazu. So, hier seht ihr, ne? Keine Steuer. Keine Steuer, aber hier ist sie drauf. Ja? Läuft wunderbar. Mit diesen Steuerdingern. Und wieder diese Grundidee, Konvention über Konfiguration. Das heißt, der normale Mensch, in Anführungsstrichen, ich denke mal, das sind 80-90% der Shops, die haben nur eine Mehrwertsteuer, die sind 5 Minuten befasst. Da sage ich, ich kann es nicht ändern. Ja? Wenn jemand 2 Steuern hat, ist es halt kompliziert. Leider. So, jetzt haben wir das mit der Steuer eingetragen. Hier, ich denke mal, die Plus-Minus-Prozent und so weiter, das ist auch klar, das ist halt einfach eine Symbolsprache. So, was haben wir jetzt? War unser Produkt? Ja, Joomla Day. So. Dieses Überschreiben verwirrt manchmal. Ach ja, genau, hier gibt es ja noch diesen Button Grundpreis berechnen. Der ist ein bisschen jetzt so drin. Ja, das lag aber, das wurde sozusagen ewig lang im Forum abgestimmt, ja, wie dieses Preisdisplay aussehen soll. Da gab es wirklich 5 verschiedene Vorschläge. Zum Schluss sind wir hier hängen geblieben, weil, also wenn man versteht, warum das so ist, dann das macht eigentlich ganz gut Sinn. Das ist der Selbstkostenpreis in United States Dollars. Der ist im Shop in Euro 15. Nachdem wir die Regeln angewendet haben, kommt der Endpreis 18,24 raus. Ja, geht man so. Und da hier unten das Endergebnis ist, kann man sagen, okay, berechne mir den Preis, denn ich will 19,99 haben. Nee, 8,9. Speichern wir mal ab. Da wird es dann auch mal nett jetzt mal sein, da mal einen kleinen Extra-Button zu machen, wo ich mal abspeichern muss, nur um den Grundpreis auszurechnen. Das gebe ich zu. Aber witzig ist, er hat jetzt mal die 98 gemacht, hat es auch in Dollar umgerechnet zurück. Ja? Wofür nutze ich das? Da weiß ich, okay,
Wenn ich für mehr als 21,90 Dollar einkaufen muss, mache ich Verlust. Funktioniert nicht. Ne? Wenn man noch die Profitmargin einbaut, dann weiß man sozusagen auch seinen Maximaleinkaufspreis. Um den Preis, den man beim anderen Laden zum Beispiel gesehen hat, da sagt er hier, ich verkaufe die Halsbänder für 19,90. Sage ich, okay, für wie viel müsste ich sie denn einkaufen in Dollar, dass es klappt? Minimum, ne? So, Gefühl her. Ah ja, okay, sind wir bei so und so mit Transport. Der Zulieferer ist mir zu teuer, ich brauche einen anderen. So, Grundidee. So, und warum? Dann ist auch hier, da hat er hier ewig viel Nachkommastellen, ja? Die brauche halt, sonst kommen wir nicht auf die 1998, genau. Und er macht es schon so, dass der zurückrechnet. Der nimmt nämlich die 1998, rechnet aus den 19% 13% irgendwas aus und zieht dann die 13% ab. Weil 19% abgezogen sind 13 irgendwas. Der macht es da schon genau. So, und da sagt er auch, Standardregel zuordnet, deswegen steht es hier, angewandte Steuer, Mehrwertsteuer 19%. Das haben wir also gemacht, damit man weiß, was agiert denn jetzt immer. Ein bisschen Nachteil ist momentan, es wird immer der Administrator gewählt. Ja, also wenn man den Administrator in alle möglichen Kundengruppen reinpackt, um Testing, und Administrator und Wholesale und so weiter, dann steht da plötzlich die ganze Latte da. Das ist natürlich ein bisschen tricky. Da ist aber auch schon was in der Mache. Beziehungsweise er nutzt es schon, das kommt bald im Core, das ist, dass man als Administrator als eine andere Person auschecken kann. Man kann als eine andere Person erscheinen. Das ist für die Telefonannahme. Ja, ja, ich nehme eine Order an, warte, ich gehe mal eben durch den Store und bestelle das in Ihren Namen. Ist das auch wirklich so in Ordnung? Ja, ist in Ordnung. Und da steht dann auch wieder bei Created by, Confirmed by Shopper und so weiter und so weiter, aber Created by Admin. Ja, das heißt, wenn es da wieder ein Problem gäbe, könnte man sagen, ey, aber in der Datenbank ist das ganz klar. Ja? Und wenn der Benutzer sagt, ich habe doch gar nicht ausgecheckt, ja, stimmt doch gar nicht. Dann kann man da eben sehen, ja, stimmt, hier hinten steht ja auch drin, das war eigentlich der Admin. Einen Namen gemacht, dann war vielleicht ein Missverständnis. So, hier haben wir die Kurzbeschreibung. Joomla Day. Ich kaufe ich mir. So. Was gibt's zu essen? Konkrete Frage. Status. Das ist ja eigentlich auch relativ klar. Also erstens, also was ich eingeführt habe, ist das gebuchte, bestellte Produkte. Das lag daran, früher gab es sozusagen einfach nur das Inventar und das war dann immer durcheinander. Ist das jetzt schon weg und was ist denn, das ist aber doch noch auf Lager und so weiter. Und deswegen haben wir eben diese Vorräte, gebuchte, bestellte Produkte, damit das überhaupt mit der Lagerwirtschaft einigermaßen läuft. Ich warne aber trotzdem davor, das Inventar vom Virtual 1:1 zu nutzen. Es fehlt nämlich eine ganz entscheidende Sache. Man kann die Sachen jetzt so ändern. Und wenn jetzt gerade ein Shopper 10 Produkte verkauft hat, ist die Zahl schon wieder falsch. Und deswegen müssten wir hier eigentlich noch was einbauen, dass man immer nur modifizieren kann den Bestand. Oder man muss sagen, oder das heißt, der Shop ist im Katalogmodus, du darfst den Preis jetzt auch also den Bestand auch setzen. Das ist das für ein Jahr, einmal im Jahr Inventur machen. Weil sonst stimmt es das sofort nicht mehr. Das wissen viele nicht und vertrauen dem Ding immer völlig. Ja? Und ich sage immer, ja, nee, es ist eine Daumenregel. Wenn du weißt, dass da nur noch 5 Produkte sind, dann stimmt es ungefähr, dann ist dein Lager fast leer, du solltest nachbestellen. Aber vertrau nicht drauf, dass jetzt genau 5 in deinem Lager sind. Weil die Bedienung selber schon zu viel Probleme macht. Ja? Und die Software, die das richtig, 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 richtig macht, weiß nicht, was die Metro benutzt, wo ich mal Inventur gemacht habe, aber die benutzen sicher irgendwas für, die nutzen halt SAP-Lösungen für eine halbe Million. Ja? Das ist eine ganz andere Klasse. Also da geht es dann, das können wir einfach nicht mehr liefern. So, gibt sogar Kaufmengenschritte, ist aber JavaScript deaktivierbar, also so nicht wirklich hundertprozentig sicher, aber eigentlich ist es ja nur eine Hilfe. Ich will immer 6 Flaschen verkaufen. 6 Flaschen, 12 Flaschen, 18 Flaschen. So, Mindestkaufmenge, Höchstkaufmenge. Kann es ja auch sein, wenn du einen guten Wein verkaufst. Mehr als 2 Wein verkaufe ich nicht von der Sorte, weil ich habe ja 20 Kunden und die müssen ja alle bedient werden. Ne? Kennt man auch. So, dann haben wir jetzt hier zum Beispiel, das ist so ein bisschen so, wie wir uns über Wasser halten. Wir haben hier so einen kleinen Werbelink eingebaut. Warum? Die Idee war jetzt hier, man kann jetzt hier die Kunden auswählen, die das Produkt gekauft haben.
Ne? Also zum Beispiel so eine Rückrufaktion, oh shit, da ist was kaputt gegangen. Oder wenn wir halt bei uns, es ging dadurch, dass ich ein Update gemacht habe und ich musste jedem sagen, hey, das Update gibt's, lad's dir runter. Und deswegen haben wir das eingebaut. Problem ist dann nur, dass man merkt, wenn man jetzt 100 Kunden hat, oh, das muss ja dann aufgeteilt werden in Queues und es muss sich dann immer wieder, immer 10 Kunden maximal auf einmal eine E-Mail geschickt werden, sonst macht der Server nicht mit. Und dann denkt man sich, ui, das ist aber ganz schön kompliziert. Und wenn man dann merkt, ach Moment mal, da gibt es ganze Komponenten, die nur diesen Job machen. Da habe ich mir gesagt, nee, also das machen wir jetzt nicht. Da arbeite ich lieber mit solchen Leuten zusammen. Deswegen, das funktioniert wunderbar, wenn du 10, 15, 20 Kunden hast. Aber nachdem man auch 10, 15, 20 Kunden gehabt hat, kann man sich auch SE-Mailing für 30 Euro oder 40 Euro leisten. Ja? Das ist halt sozusagen, mei, geht halt nicht anders. Das wäre zu viel Arbeit gewesen, sowas auch perfekt zu schreiben. Vor allem, wenn das andere ja schon machen. Dann machen wir ja nur die Arbeit doppelt. Und wenn man jetzt zum Beispiel hier... Was? Ich habe eine Frage zum oberen Teil. Ja, bitte. Kannst du mal hochgehen? Da steht ja was, Benachrichtigung, Rena Verstand. Mhm. Wenn das oben ja eh nicht runtergezählt wird, dann kann er ja auch gar nicht wissen... Doch, das wird richtig runtergezählt. Das wird richtig runtergezählt. Nein, es geht um das Prinzip. Man kann eine Inventur in einem Offline-Laden nicht machen, wenn der Laden läuft. Ich habe Inventur hier bei der Metro gemacht, hier in Nürnberg. Das waren 2 Tage, da war der ganze Laden komplett dicht. Da werden die 250.000 Produkte durchgezählt und dann geht es wieder der ganze Laden schon wieder an. Wenn man hier ist, hier, und man hat jetzt 49 vorrätig und man geht ins Lager und sagt, ich habe ja eigentlich 53 vorrätig und man gibt hier 53 ein. Und drückt auf Speichern. Und was mache ich denn, wenn es genau in dem Moment gerade einer 10 gekauft hat? Dann hätte ich eigentlich 39, ne? Plus die 4, die ich mich verzählt habe, sind eigentlich 43. Dann haben wir 43 eingetragen. Das ist falsch. Man kann also nicht garantieren, dass der Preis, das, was ich hier eintrage, mit dem Lager übereinstimmt. Ein ganzes Studienfach, nennt sich Warenwirtschaft. Ja? Also das ist sozusagen wirklich, da gibt es ganze Studienfächer, da gibt es Leute, die machen nur das, die machen nichts anderes. Weil es wirklich ein richtig schwieriges Fach ist. Und was wir hier einbauen müssten, wäre sozusagen so ein Extrafeld. Das heißt, neuen Bestand eingeben. Oder man hat 20 geliefert bekommen, trägt hier nur die 20 ein und der beim Abspeichern sagt er, okay, ist 73. Ach, während der das eingegeben hat, 2 gekauft, ist nur noch der 71. Und das fehlt sozusagen. Es wird immer runtergezählt. Das kann ich auch genau sagen. Man kann es nur Pi mal Daumen machen. Oder den Shop auf Katalogmodus setzen. Offline braucht man nicht gleich setzen. Katalogmodus. Ja, und man macht es nachts. Aber wie gesagt, dieses Problem hat auch jeder kleine Einzelhändler und jeder Kiosk. Das hat jeder. Also das ist ein totales Standardproblem der Warenwirtschaft. Das hat nichts mit Wirtschaft spezifisch zu tun. Na, man macht es so, man kauft sich sozusagen 50 und trägt hier 50 ein. So. Dann lässt man das System laufen. Und wenn er bei 5 ist, stimmt's. Da sind auch nur 5 im Lager. Das heißt, das kann sein, hier steht 5 und bei gebucht steht 3. Dann habe ich 8 im Lager. 3 davon sind schon verkauft. 5 kann ich noch verkaufen. Deswegen haben wir vorrätig und gebucht. Das ist der Unterschied. Vorrätig und gebucht zusammen ist das, was man im Lager hat. Und der zählt dann hier auch sozusagen runter und dann hat man sozusagen nur 5 Produkte und sagt sich, okay, jetzt bestelle ich nach. Dann kommen wieder die 59 Produkte an und schaut im Lager und sagt, es sind noch 2. Dann gebe ich 52 ein, aber in dieser einen Minute kann theoretisch gerade einer die 2 gekauft haben und schon stimmt der Bestand nicht mehr. Deswegen muss man einmal im Jahr sozusagen immer so eine Komplettinventur, Kassenschutz machen. Komplett alles abschalten, machen die bei der Metro immer vom 29. auf den 30. Dezember zum Beispiel. Weil wenn man so viele Produkte hat, dass man es nicht mehr einschätzen kann, was man wirklich das Lager verwalten muss, ich habe so viele Produkte im Lager, dann ist es eh unwahrscheinlich, dass jemand hin sich setzt und ich tue meine 500 Produkte da jeden Tag und vielleicht noch 2 Mal am Tag. Da genau. Das heißt, auch eben Mechanismus über einen Cronjob, so machen wir das zum Beispiel, über einen Cronjob, den muss man sich programmieren lassen, der tut in die Datenbank das eben entsprechend über ein anderes System einpflegen. Genau, über dein ERP-System. Über ein Verwaltungssystem und lass es einfach reinschieben als Cronjob, einmal in der Datentabelle abgleichen. Ja.
Aber die Funktionalität. Ja. Das heißt, ich gebe bei dem eigentlich immer nur die 1. Und jedes Mal, wenn es verkauft wird, soll die Info kommen. Ja, das geht ja auch. Ja. Genau. Da ist jetzt, da weiß ich jetzt nur nicht aus dem Kopf, ob du jetzt am besten 0 oder dann doch 1 wählst. Das kriegen wir dann raus. Man kann hier bei diesen, Order-Status, man kann ja auch eigene machen. Und dort kann man sozusagen sagen, was soll mit dem Bestand passieren. Also Status shipped, dann wird der Bestand verringert. Ist verfügbar, dann wird der Bestand wiederhergestellt. Und ist reserviert, da wird er sozusagen in Bucket geschoben. Und je nachdem, welcher Status vorher war und in welchen anderen Status er wechselt, ändert es sozusagen wieder. Ja, also mal, das funktioniert schon gut. Wenn jetzt einer, also wenn ich einen Bestand habe, 1, ja, und einer kauft es gerade im Warenkorb, dann hat es im Warenkorb gelegt, ist es dann für andere verfügbar? Nein, dann ist es für andere nicht mehr verfügbar, weil er das nämlich dann schon unter Bucket ist. In dem Moment, wo er auf, nee, im Warenkorb noch nicht, erst wenn er drauf gespeichert hat. Weil wenn man im Ticketverkauf ist, und das ist ja auch die Idee, dass man sozusagen so WM-Ticketverkauf macht, wo in 2 Stunden 10.000 Leute kommen und sich alle um diese Tickets prügeln. Und dann sage ich, ab wann gilt es rechtlich? In dem Moment, wo du auf Kaufen drückst. Nicht wo Warenkorb. Warenkorb sagt noch nichts. Ja doch, Warenkorb ist ja reserviert im Warenkorb. Nee, eben nicht. Weil einen Warenkorb können viele tun, das wäre nicht gültig. Dann nimmt einer 100 Ticket in Warenkorb und sagt, ich habe aber eigentlich gerade gar kein Geld. Och, das kaufe ich erstmal in einer Stunde. Und die anderen 10.000 sind gearscht oder was? Geht genau. Nicht. Nee, rechtlich gilt ab Confirm. Ab, ich kaufe kostenpflichtig. Dann gilt rechtlich. Das könnte man natürlich machen. Das macht Brand for Fans zum Beispiel. So könnte man es machen. Aber ich habe jetzt sozusagen mich einfach nur, stur ans Recht gehalten und nicht zu kompliziert. Weil das ist ja schon wieder so ein Sonderfall. Wer braucht denn das so kompliziert? Ja, braucht ja fast keiner. Doof, weil jetzt hat jemand einen Warenkorb und man kann es nicht kaufen, weil der eine zufälligerweise ein bisschen schneller den Kaufbutton gedrückt hat. Aber er hat schon einen Warenkorb gehabt. Das heißt, er hat eigentlich schon gefühlt, ja. Moment, also auf dem Markt. Drauf, hat Pech gehabt. Also auf dem Markt, wenn ich auf dem Markt bin, ja, und da stehen die Leute davor, ja, und sagen, das hätte ich gerne, ja. Und jetzt sagt die Frau, Sie sind dran, ja, und sage ich, super, ich nehme das und das und das. Und dann seufzt einer, dann sage ich, shit, jetzt habe ich das Ding genommen, was er auch haben will. Hey, schon 5-mal passiert, mindestens im letzten halben Jahr, kein Ding. Manchmal gibt man dann halt nach und sagt, ach, Sie wollten es auch haben, dann teilen wir es uns halt, dann nehme ich nur die Hälfte, habe ich dann zum Verkäuferin gesagt und der hat dann gelächelt und mir wurde es auch mal umgekehrt passiert. Wir Dresdner sind nett. Wir machen sowas. Ja. Ja. Also es gibt Payment-Systeme, da wird der Warenkorb auch komplett abgespeichert. Da ist das auch mit der Session, was ich vorher erzählt habe, sozusagen obsolet. Also wenn man Klarna benutzt, die wollten das unbedingt haben, da wird der Warenkorb richtig abgespeichert. Aber das wollen wir noch sozusagen auch fürs Allgemeine machen, aber das ist nicht so einfach, wie man sich das immer denkt, mit diesen abgespeicherten Warenkörben. Also mich nervt zum Beispiel das immer, dass Amazon nach 4 Wochen immer noch weiß, was ich doch das letzte Mal kaufen wollte. Also ich finde das immer total unangenehm. Andere sagen, ach, ist doch toll, dass das Amazon noch weiß und ich hätte es ja fast vergessen zu kaufen. Dann denke ich mir, ja gut, okay, so betrachtest du das. Ich habe immer nur Angst, auf Amazon zu klicken, weil ich immer nie weiß, wenn gerade irgendwelche Gäste da sind, sage ich mal. Man weiß ja nie, was man vorher angeguckt hat, ne? Halbes Jahr her oder was? Hier seht ihr noch ein schönes Grundprinzip von Virtual. Wir sehen das hier so komisch, Virtual Order Status Shipped und dahinter steht in Klammern versendet. Dies geht mit fast allen möglichen. Das geht mit Userfeldern, das geht mit allen möglichen Arten von Titeln, auch von Custom-Plugin, also von Custom-Produkten und so weiter. Das ist die Idee, dass man sozusagen das Multivendor selber immer machen kann, indem man, wenn man hier irgendwelche Sachen, also diese Language-Keys benutzt, dass die dann auch benutzt werden. Und man kann die selber unter Erweiterungen, Sprache, kann man selber die Clicky Bunti einfügen in Joomla.
Ganz einfach. Ja, also man muss da keinen FTP haben, man muss keine Editoren öffnen, nichts mehr. Geht alles mit Joomla selbst. Finde ich eigentlich echt ziemlich schnicke gemacht. Und ich könnte jetzt auch hier einfach versendet reinschreiben. Dann bleibt es halt immer versendet. Ja? Aber was wir ja machen, ist ja eigentlich das Lustige, man kann ja den Shop in verschiedene Sprachen stellen. Die Produktbeschreibung bleibt immer in Deutsch zum Beispiel, weil wir haben einen Einsprachenshop. Aber außenrum ändert sich alles. Und dann versteht Verständet meinetwegen auch in Türkisch da für die Leute, die in Berlin wohnen. Ja? So kann man sich auch Kunden holen. Also gerade zum Beispiel, er hat das mir erzählt, die Schweizer, die nervt das immer, wenn die Schweizer die Shops immer Deutsch haben. Weil die sprechen Schweizerdeutsch. Und Schweizerdeutsch ist ein bisschen anders. Und da gibt es kein Sie und solche Sachen. Und das finden die immer total ätzend. Sagen immer so ein Piefke-Shop, weißt du, so sagen die Ösis dann. Piefke-Dinge. Das passt gar nicht zu mir, sagen die dann. Und finden es dann eigentlich doof. Also man kann da schön auch durch diese Individualisierung, auch in der Sprache, sich schön an einen jemand herstellen. Wir kennen das ja auch alle immer mit den Klos, ne? Senorita und Caballero und Banditos und so weiter. Ich fand, die Spanier sind da immer sehr einfallsreich. Das macht das schon lustig. So, gut. Habe ich das hier erklärt? Wie gesagt, das gibt es auch unter den Kundenfeldern. Ja. Da. Und es gibt es auch für diese Prototypen. So, jetzt haben wir die Steuern- und Rechenregeln gemacht. Jetzt kommen wir mal zu dem komplexen Part. So, es gibt hier diese selbst erstellten Felder. Ich glaube, ich werde das umbenennen und zwar in Prototypes, Prototypen. Weil das, was man hier baut, ja, das ist sozusagen ein Prototyp an selbst erstellten Feld, ein Prototyp für ein spezifiziertes Feld. Und diesen Prototypen kann man dann mehrfach benutzen. Also, wir haben jetzt hier zum Beispiel diese Hammer-Specifications, das ist die Gruppe, das wird momentan leider Parent oder Älter oder irgendwas bezeichnet, das war ein Missverständnis von dem Programmierer, der das damals gemacht hat, der hat das irgendwie sprachlich nicht richtig verstanden, leider. Ich habe das jetzt überall in Gruppe umbenannt und jetzt wird's, dann ist es nämlich auch viel ganz klar offensichtlich, was das ist. So, jetzt gehen wir mal auf Handle Length, also auf... So. Das ist sozusagen ein selbstdefinierter Typ. Das ist jetzt noch ein Integer, später wird es ein String sein. Das ist die Feldgruppe, da wird es in Deutsch schon mal umbenannt, damit es verständlich ist. Dieser Prototyp zeigt einfach nur 100 cm an. Warenkorb-Attribut ist es nicht. Das heißt, es verändert nichts im Warenkorb und es wird auch dem Warenkorb nicht übergeben. Und das ist eben wieder deutsches Gesetz. Man muss ja die Attribute des Produktes in den Warenkorb reinschreiben. Das heißt, wenn ich T-Shirts anbiete in 5 verschiedenen Farben, dann muss im Warenkorb drinstehen gelb, rot, blau und so weiter. Weil sonst könnte ich ja das falsche Farbe liefern. Der Kunde sagt, ey, was lieferst du mir in Schrott? Ich habe blau und gelb bestellt, du gibst mir rot und grün. Und dann gibt es einen Streit darüber, ob man jetzt rot und grün bestellt hat oder gelb und blau und so weiter. Und deswegen muss sowas im Warenkorb stehen. Deswegen kann man hier mit Waren... hier braucht man den Warenkorb-Attribut noch nicht einmal machen, weil das wird dann trotzdem drin stehen. Ich glaube, erst wenn man das Warenkorb-Attribut hier ist, dafür da ist. Sorry, das liegt jetzt gerade daran, dass ich Word schon mal 2.1 schreibe mit ein bisschen besser vereinfachten System und ich jetzt gerade zwischen zwei Systemen, zwischen dem alten und dem neuen hin und her wechsle. Prinzipiell ist das Wichtige, dass wenn man Warenkorb-Attribut anmacht, das ist entscheidend für die Sachen, wo sich der Preis ändert durch die Variante. Ja? Weißen T-Shirts sind billiger als schwarz. Weiße T-Shirts, keine Farbe. Schwarz ist ganz viel Farbe. So. Und wozu macht man das? Es geht um das einheitliche Aussehen. Ja? Also jeder kennt das, wenn er zum Beispiel, vielleicht nicht jeder, aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Computer kauft und diese ganzen Sachen sind immer ganz anders. Und man sagt, ich will doch nur schnell die beiden Festplatten vergleichen. Warum kostet die 140 und die 100? Ich will nur schnell die Spezifikationsänderungen sehen. Will man das immer möglichst im gleichen Format. Man passt sich ja gerne an den Shop an, was er einem bietet für ein Format. Aber wenn der in der Produktbeschreibung immer ein anderes Format macht, das macht dann der total kirre. Ne? Deswegen gibt es hier diese Produkte, diese selbst erstellten Felder. Wir haben jetzt hier sozusagen einen Prototyp, Handle Length erbaut. Gehe hier nochmal hier drauf. Wo waren wir denn hier? Bei dem Produkt. Jetzt bin ich hier mit der Maus wieder hier rüber verschwunden. So.
Day. Geht sie auf die selbstgestellten Felder? Ach ja. Wenn man hier alles suchen will, dann drückt man Space ein. So. Was auch bei den letzten Joomla Days ein bisschen für Überraschung gesorgt hat, ist, dass man die Sachen hier per Click und Drop hin und her sortieren kann. Ja. Das hat man schon vor Joomla 2. Das speichere ich mal. So. Das Bild ist übrigens meine Datscha. Ein richtig schönes Ostteil. Ich liebe es, als Wessi im Osten zu sein. Kann ich immer nur wieder betonen, das macht besonders viel Spaß. So, jetzt haben wir hier nichts stehen. Ist alles hier ganz harmlos. Gehen wir hier auf die selbst erstellten Felder. Und jetzt wählen wir mal Hammer-Spezifikation. Das ist eine Gruppe. Ja, wir haben ja vorhin hier gesehen, dass es zur Feldgruppe Hammer-Spezifikation gehört, unser Handle lenkt. Ja? Und das ist schon ganz relativ handy, sage ich mal. Man hat jetzt hier gleich immer das so. Ja? Das heißt, wenn ich viele Hammer verkaufe, dann kann ich bei jedem Hammer, habe ich immer schön mein Handle lenkt, kann immer hier 20, 30, 40, 50 und so weiter eintragen. Und es sieht immer schön ordentlich aus. Ja? Also, dass man eben diesen Gedanken des Styles, des Templates, nicht nur aufs Template macht, sondern auch auf den Content. Ja, das macht Erfolg, weil du schnell hin und her switchen kannst. Diese Geschichte, ich klicke hier so hin und her und wenn ich es einmal auf die richtige Größe gestellt habe, dass da natürlich der Preis immer an der gleichen Stelle erscheint. Ja? Dass ich es so machen kann. Ja? So, dieses fast sozusagen gleicher zeigt und das Auge sozusagen gar nicht viel springen muss. Ja, und das ist dasselbe hier unten mit diesen Beschreibungen. Das ist ein bisschen eng hier oben. So. Jetzt kann ich das hier auf Ja, Nein schalten, die Farbe und so weiter und so weiter. Und damit, wenn ich jetzt zum Beispiel mehrere Produkte erzeugen könnte, könnte ich jetzt sozusagen hier immer den anderen Handle-Caller machen. Das ist jetzt aber eigentlich relativ langweilig. Spannend wäre es doch mal, wir machen das mal mit den Kindern. Ich habe jetzt hier mal so ein Produkt erstellt, ja, so, das speichere ich jetzt mal. Mache ich hier mal Kind, Produktvariante hinzufügen. Jörg, das ist verwirrend, das ist doch ein Kind. Ja, das ist problematisch, der Matthäus ist schon beauftragt, sich hier durchzukämpfen. Man sieht jetzt ganz verwirrend, dieses Kind hat überhaupt keinen Preis und das Kind hat überhaupt kein Bilder, nichts. Ja, das heißt einfach wieder Joomla Day, das heißt hier Joomla Day 114, 174, da wurde einfach eine Zahl dran gefügt, ja. Früher kam da immer, Sie können das Produkt nicht speichern, das ist nicht unique. Ging mir so auf den Wecker, dass ich gesagt habe, das kann doch nicht sein, dann mach's doch unique, ja. Also habe ich Methoden geschrieben, dass es für uns unique macht. Jetzt klicke ich hier drauf, wieder auf den Joomla Day, ich sehe hier oben, ist ja nicht gesäft, stimmt. Ist aber wieder plötzlich alles da, ne? Kratz, kratz, wieso denn das? Das Konzept mit den Kindern. Also wir haben jetzt wirklich richtige Eltern, die richtig an ihre Kinder alles vererben. Und wenn das Kind kein Bild hat, dann hat das Kind kein Bild und guckt, beim Papa hast du ein Bild. Und nimmt das Bild vom Papa. Erst wenn das Kind sozusagen erzogen wird, ja, und wir dem Kind ein Bild geben, sagt das Kind, ich habe mein eigenes Bild. Papa brauche ich nicht, ich habe mein eigenes Bild. Das ist relativ handy, wenn man, also wir benutzen es in unserem Store, wir haben für jeden Verkäufer ein Pattern und wenn der Verkäufer plötzlich sagt, ich mache jetzt einen Discount, dann stellen wir das einmal im Pattern um, das ist bei allen Kindern von dem Verkäufer gleich da und wenn er es nicht mehr haben will, nimmt das einfach wieder raus. Das ist sozusagen der Trick. Also wir haben jetzt Joomla Day 174, wenn ich jetzt dem Papa
ändere, dann ändert sich auch das Kind. Dann machen wir hier mal 777 wird eingetragen. Achso, ja, okay. Gut. Ja. Moment. So, machen wir nochmal ein Produkt dazu. Hier steht Selbstkostenpreis nichts. Dann nimmt er das vom Papa. Ich kann jetzt hier auch, und da muss man natürlich aufpassen, dass es dann in, nee, es ist auch ein Dollar. Trage ich jetzt hier mal ein. 20 oder 35. Drücke hier mal auf Speichern. Und jetzt kann ich im Nachhinein sagen, wo ist denn das? Ah, nicht da. Okay, bauen wir schnell auf. Hier. Abbrechen. Haben wir das vielleicht gelöscht? Warte. Dynamic Child Variance. Dynamische Kinder. Also, allgemeine Variable für. Ja, mit dem deutschen Bezeichnen komme ich überhaupt nicht zurecht, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich nehme es mal so, wie ich es nenne. Ja, wenn ich im deutschen Forum bin, dann schalte ich das Virtual extra auf Deutsch, damit ich überhaupt richtig kommunizieren kann. Und dann schalte ich es wieder zurück auf Englisch. Was soll ich machen? Wenn ich es auf Deutsch machen würde, dann würde ich auf Englisch nicht mehr richtig antworten können. Das würde Mehrzahl der Menschen, bei uns zumindest. So, Dynamic Child Variant. Bitte wählen, allgemeine Variable für Produktvarianten, speichern und schließen. So, haben wir das jetzt da? Ja, so. Was ich nämlich sagen will, ist nämlich, wenn ich hier Kinder habe, dann kann ich danach sozusagen entscheiden, was ich damit mache. Also ich kann daraus sozusagen so eine Variante danach erstellen oder ich kann es einfach nur als Pattern benutzen. Also man kann auch ein Unpublished Parent als Pattern-Produkt benutzen, nur für die Kinder. Genauso wie mit den Kategorien. Unpublished Kategorien sind nicht nutzlos. Unpublished kann man eine Menge mitmachen. So, gehen wir hier auf selbst erstellte Felder. Hier drauf. Sag mal, bin ich jetzt bekloppt oder war bis jetzt... Ach nee, ich muss erstmal F5 drücken. Ich muss erstmal neu laden. Die Liste ist ja alt. So, Dynamic Child Variant. Das sieht aber falsch aus, oder? Ich glaube, das ist nicht Warenkorb-Variante. Ehrlich gesagt. Dieses Deutsche verwirrt mich, ehrlich gesagt. Ganz schön. Nee, das ist nicht Warenkorb-Variante. Wir müssen uns vertan. Klonen. Neu. Dann Varia? Das ist dann Warenkorb-Variante, oder was? Nee, die Warenkorb-Variante ist nicht für Childs. Das ist nur, wenn du einen Text, also beim grünen T-Shirt haben willst. Aber wo sind denn hier die Childs? Grün als Stream und dann kommt zum Warenkorb an grün. Ja, aber wo sind denn die Childs? Die Damen, Damen. Ich hätte ja damals einfach nur eine Produktvariante gemacht. Jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Oh, Gottes Willen. Genau, das ist das Plugin vom Open Global und da warne ich davor, das zu benutzen, weil der Open Global, der hat das zwar super cool gemacht, von dem, wie man es benutzt, vom Benutzen selber, und wir wollen es auch immer zusammen tun, aber er hat keine echten Childs genutzt, sondern er macht nur Child-Produkte und nutzt von denen das Docking und den ganzen Rest nennt er vom Parent. Und wenn dann die Leute sagen, ich habe jetzt das Bild im Child geändert, das geht aber nicht und ich habe das und das, dann stolpern sie immer drüber. Witzig ist, man kann das Dockerbild einfach ausschalten und das Dynamic hinten dran klemmen und dann läuft es auch plötzlich wieder. Also das ist ein bisschen tricky. Aber deswegen bin ich ja auch gerade dran in der Virtual 2.2, wo wir auch darauf achten, dass die Templates weiterhin einsetzbar sind, weil man keine Layout-Probleme hat, dass wir das dort verbessern. Dass man dann auch dann wirklich diese drei Dropdowns hat und dann kann man eigentlich 50 Produkte alles über eins verkaufen.
T-Shirts, verschiedene Größe, verschiedene Farbe, Druck, verschiedene Formen. Was gibt es noch, Mr. T-Shirt-Mann? Ich habe gemeint, wenn ich mit VM22 fertig bin, dann kann man sozusagen 50 verschiedene T-Shirts über ein Produkt verkaufen. Ja, Ausschnitt zum Beispiel. Ja, oder V-Ausschnitt, Rundausschnitt. Eine Kammatur vom T-Shirt, kannst alles nur eins packen. Aber bei vielen Herstellern hat halt T-Shirt immer nur eine SKU und darunter wird dann alles mögliche an Produkten gepackt, die Großhandel. Also ein Großhandelsthema ist das dann. Allgemeine Variable, Select the Hand Shovel Type. Allgemeine Variable für Produktvarianten, das muss es sein. Das muss es sein. Oh, meine Güte. Das ist es. Das sieht auch ganz anders aus. Übrigens, das kann man auch bewegen. So. Stammprodukt als Option anzeigen. Stammprodukt machen wir aber bestellbar. Warum kommt denn diese komischen Optionen da? Wieso denn Stammprodukt bestellbar? Ja, das sind verschiedene Techniken. Der eine sagt, ich habe hier meinen Saft bekommen, den verkaufe ich 1 Liter. Und dann kommt der Hersteller und sagt, ich habe jetzt auch 5-Liter Pakete. Dann sagt er, ich will zu dem Produkt, was es schon gibt, einfach nur diese 5-Liter Variante machen. Dann ist es der Vater bestellbar. Ja, weil der Vater ist auch schon ein Produkt. Das gab es vorher. Es gibt aber andere, die sagen, ich habe hier 5 Basecaps in 5 verschiedenen Farben. Du kannst nicht einen Basecap ohne Farbe bestellen, du musst erst wählen. Und deswegen gibt es, das ist eigentlich wie eine kleine Mini-Kategorie dann. Dieses Produkt. Stammprodukt als Option anzeigen, Stammprodukt bestellbar. Hier kann man sozusagen zeigen, was vorne, also das wird noch ausgebaut, da ist sozusagen die Idee, man hat Dropdowns, die sich selber generieren, je nachdem, was man hier für eine Option wählt. Das ist noch in der Entstehung, sag ich mal. Aber man kommt schon relativ weit hier mit. Wo haben wir das? Hier haben wir es. Wie lauter gleiche Stammprodukte. Aber die alle gleichen Namen haben. Wenn ich jetzt hier wechsle, müsste sich zumindest hier bei einem habe ich doch mal einen anderen Preis angegeben, oder? Das hat er nicht richtig gemacht. Doch, jetzt hat er hier. Das war zu schnell. Hat er hier den anderen Preis. Moment. So, jetzt halt. Die einzige Frage, und zwar werden auch selbst Städtefelder vererbt? Oder muss man die dann immer wieder neu anlegen in jeder Variante? Sehr, sehr, sehr gute Frage. Sehr, sehr gute Frage. Wir haben hier, die selbst erstellten Felder werden vererbt. Ja, wir haben ja hier diese Handling, das ist ja Handling, Replace, Manufacture und so weiter, das wird vererbt. Blöd ist aber, wenn man jetzt auf ein Unterprodukt geht und man will hier nur das Replaceable Headback machen, dann geht es nicht richtig. Also das kann ich schon machen. Ich muss dann hier oben auf Plugin-Werte des Stammprodukts überschreiben klicken und dann überschreibt der immer alle. Ja? Und das ist blöd, weil man will eigentlich 5 gleich lassen und nur 1 verändern. Ja? Und nicht alles verändern. Ich will zum Beispiel sagen, ja, es ist alles richtig, nur die Handle-Collar sind nicht blue, sondern pink. Ja? Und das ist genau das, was ich bei einer neuen Version mache. Weil ich habe das System zwar aufgeschrieben in einem PDF, ja, und alles genauestens erläutert, aber die Person, die das dann gemacht hat, die hat sehr flussorientiert gedacht, ja, und hat sehr eigenwillige Lösungen zum Teil gefunden. Und das ist der Haupt... Also das Hauptding, was mir jetzt sozusagen bei Virtual 2 noch fehlt, ist eben, dass diese Customs-Dinger richtig schön zu handeln sind. Und die neue Version, die hat dann hier noch Buttons, die stehen dann hier, dann steht dann der Override und so weiter. Und dann kann man Optionen aus einzelnen Kindern raustun oder auch was dazufügen. Ja? Und man sieht dann, wenn man unten drin ist, genau, aha, das ist ja jetzt so und das ist jetzt hier so, warte mal. Ach, das ist ja furchtbar. So, Moment. Meine Vorstellung kommt, das ist jetzt die neue Version.
Also wir lassen die wahrscheinlich 3 Monate im Forum lagern. Und die soll auch Joomla 3 kompatibel sein übrigens. Wollen wir mit der dann schaffen. Weil das ist ja jetzt Zeit. Aber das letzte Mal, als wir das gemacht haben mit Jai 1.6, Jai 1.7, da war jedes Mal wieder so viel zu ändern bis zur nächsten Version, dass wir uns diesmal gesagt haben, nee, wir machen gleich für 2, 3. Also wenn 3 ja schon ein bisschen ausgereifter ist und erst dann, weil sonst bist du immer dabei, 2 Versionen zu pflegen. Ja? Du wirst verrückt. So, wackel, wackel, Produkte. Jetzt habe ich hier, ja, es ist Entwicklerversion, ja. Nicht zu scharf und kritisch gucken, bitte. Handschaufel enforced. Wo ist meine Handschaufel? Normal. Ich habe ja auch eine Suche, ne? So, da habe ich meine Produktvarianten. Dann klicke ich jetzt hier mal drauf, die Heavy Duty. Wenn ich hier auf selbstgestellte Felder sehe, dann sehe ich jetzt hier, ist inherited, kann ich disablen, kann ich überschreiben, kann ich was dazufügen. Ja, und es gibt auch, ich habe dir auch die Anzahl der Felder reduziert, es gibt nur noch Strings, das ist ein bisschen einfacher alles aufgebaut, das neue Idee-System. Und da kann ich jetzt eben auch das jetzt hier abspeichern. Und jetzt bleibt es auch hier da und es gibt diesen Button gar nicht mehr mit diesem alles überschreiben, also alles oder nichts, das gibt es gar nicht mehr. Ja? Und dann kann ich jetzt hier draufklicken, jetzt sehe ich das an sich, vielleicht klappt, auch hier richtig schön mit Diameter und Chain Size und allen drum und dran. Und ja, also das ist sozusagen die Zukunft, ja, aber das ist halt jetzt eine Beta-Version. Zeit? Gut. Bin ich zufrieden. Für die Dreier? Ich will eigentlich Ende September will ich das ins Forum setzen. Also es wird wahrscheinlich nächste Woche schon was im Forum sein, die Version, die wir da gerade haben. Aber das ist halt Forum. Hey Leute, schaut es euch an, sagt uns, was falsch ist, was geht denn, was sozusagen so fehlt, sind so Sachen wie, wenn früher einer ein Custom Field Boolean ausgewählt hat, dann müsste es jetzt das Custom Field String sein mit der Antwort Ja und Nein. Wozu so einen komischen Boolean erfinden, wenn ich das, ne, wenn ich das mit String auch nach, ich weiß noch, beim zweiten Joomla Day in Hamburg, ganz entsetzt, empört hier mit dem, dieses Boolean, also, was soll denn das? Ja, also wenn man sagt, das muss irgendwie weg, das müssen wir ein bisschen einfacher machen, oder dieses Integer, ja. Und da muss man, da fehlt jetzt zum Beispiel die Migrationsoption, dass er sagt, aha, ich erstelle mal einen String mit Antwort Ja und Nein, und wenn dann Boolean ist, dann gebe ich das dem Ding. So. So ein bisschen so diese Feinheiten fehlen noch. Und diese, dass es zu Joomla 3 halt richtig läuft. Das wird einfach sein. Also bei 2.2 habe ich jetzt extra darauf geachtet, dass alle alten Layouts weiterhin laufen. Es ist ja auch so, seit das, sagen wir mal, seit der 2.0.12 letzten Jahres sind die Templates ja kaum verändert worden. Und meistens ist es fast immer so, dass das alte noch läuft und man hat halt das neue Feature nicht. Ne? Also wenn wir zum Beispiel eingebaut haben, diese Option, dass man diese Recommend-Link und diese, was ich vorhin erklärt habe mit dem Spam, wenn wir das eingebaut haben, dann hat man das halt mit einem alten Override natürlich nicht, diese neue. Klar, aber es läuft noch. Man muss nichts ändern. Das ist eigentlich seit einem Jahr ganz gut geworden. Davor, das erste halbe, dreiviertel Jahr war es hart, weil man bringt es neu raus und dann kommen erst die Leute an und beschweren sich und dann kann man erst reagieren. Und wenn man vorher sagt, testet es, dann sagen sie, ja, bring es erstmal raus, dann schaue ich es mir erst an. Henne-Eck, ne, das ist halt schwierig. Da steht mein nacktes Kind, das kann ich ja gar nicht zeigen. Da, mein kleiner Sohn. Ja. Fertig? Ja? Wie lange ging es denn? Wie lange haben wir denn Zeit offiziell? 3 Stunden waren es insgesamt. 3 Stunden waren es insgesamt. Nach Plan. Pro Session eine Stunde. Also eigentlich ein Dreiviertel. Ja, aber es waren 3 Sessions. Jetzt? Ich bin eingetragen gewesen für 3 Sessions. Insgesamt. Aber ich habe nicht auf die Zeiten geguckt. Aber wir können gerne Pause machen.
denke, es ist auch gut Zeit für eine Pause, oder? Also ich wollte jetzt eh eine Pause machen.